Ja. Guten Tag zusammen. Und hallo, ich bin Erwin. Mein Name ist Erwin Müller. Und ich bin heute hier, um Ihnen mein Business zu zeigen. Wir haben schon länger keinen Simulator mehr gespielt und ich dachte mir, ach komm, ich hab's schon mal Entwickler bekommen. Und ich denke mir so, weißt du was, wir spielen's. Und wir sind Erwin Müller und ich würde sagen, ich drücke auf Play. Wir machen natürlich ein New Game, wir starten ein neues Business hier im Trader Simulator. Und ich bin so gespannt. Das ist der zweite Teil, wir haben den ersten Mal im Stream gespielt und ja, ich weiß gar nicht, was uns erwartet. Ja, lass uns mal überraschen. Das kann nur toll werden. So. Gut. Ich nehme das jetzt auch völlig ernst. So, huch. Ich weiß auch gar nicht, ob das läuft. Welcome to Trader Simulator. Was? First of all, get in your car. Okay. Das ist also unsere Bude, sagst du? Ist ja schön. Okay. Ich soll also in unsere Bude gehen. Wir haben 350 Dollaris auf Tash. Wir müssen hier ein Business gründen. Ja, ich bin Erwin Müller. Und unser... Oh, Alter, was ist das für ein... Alter, was ist eine geile Bude. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in unser Car. Wir haben noch... Ja. Oh, ist das schön. Gut, nicht so schön ist es hier an der Straße zu wohnen. Das ist sehr gefährlich, wenn ich das mal so sagen darf. Du gehst aus dem Haus und wirst direkt überfahren. Das ist... So, wo kann man denn überall hingehen? Okay. Oh, wir haben aber ein... warum ist das nicht andersrum? Oder zumindest hier der Eingang. Oh, was eine Riesenbude. Und hier ist... Oh, wir haben keine Nachbarn. Okay, wir haben unsere Ruhe. So, da steht unser Auto. Was ist das hier? Was ist das denn? Können wir hier noch ein Haus bauen? Okay. Es sieht so aus, als könnte man hier noch was bauen. Das ist also unser Auto. Wir kommen aus Litauen. So, Drive. Okay. Was? Oh, ich bin stark. Erwin Müller ist sehr stark. Ich weiß nicht, warum das ging, aber keine Ahnung. So, ich steig mal ein. So, press M to open your map. Was? Was ist das denn? Okay, wir sind... Wo sind wir denn? Haus. Sind wir am Haus? Your house. Ja, Haus. Okay. Es gibt Shop, Police, Klinik, Bakery, Meat Factory, Farm. Ach du Heilige, was? Car Mechanic, Gas Station, Elektro... Oh, was? Oh Gott. Ja, so, wir sind im Auto. Es ist sehr schön. Ich kann mich einmal komplett umdrehen. Hey, ich habe keine... Okay, ich bin in der Kopfstütze. So, wie können wir denn Leaf Vehicle Horn? So, wir fahren los. Turn Lights mit L. Okay. Haben wir Sprit? Sprit ist voll. Reverse, Handbrake, Open... Was? Open Doors mit 1? So, ich würde sagen, so fahren wir los. Let's go. Woo! Alter, wir haben auf Sommerbetrieb umgestellt, würde ich sagen. So. Elektrisch. Hallo, moin! Ich fahre zur Arbeit. Hier ist eine Klinik, okay. Go to your shop. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn unser Shop? Ist das unser Shop? Wo ist denn Java Shop? Okay, wo ist denn unser Shop? Your Shop. Okay, einfach die Straße hoch. Alles klar. Dann würde ich sagen, fahren wir mal. Moin, grüß dich. Oh, das ist das meine Schulter? Ich weiß es nicht. Okay, so, dann, das sieht aus, als wäre das unser... Alter, ich kann durch die Säule überhaupt nicht sehen, ob da einer kommt, aber es sieht nicht so aus, als wäre hier Verkehr. So, take, was? Shelf in the front of the... Kann ich das auf Deutsch stellen? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich habe gar keine Option. Das ist gut. Ich park mal eben hier. So, wie lief ich das Auto? Mit E. Huch, Das ist so richtig. Das ist völlig so in Ordnung. Ich hoffe es... So. Das ist meine moderne Handbremse. Man muss das selber bremsen. Ich würde einmal speichern, ja? Weil ich will einmal im Menü gucken.
ob man das auf Deutsch stellen kann. Das wird doch bestimmt auf Deutsch gehen, oder? So, warte. Options. Video. Nee. Es geht tatsächlich nicht auf Deutsch. So, alles auf Ultra. Home. News. Steampage. Support. Erwin Müller. Geschäftsmann. Okay. Es geht leider nicht auf Deutsch. Gut, dann ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin, aber ich denke schon. Ich denke, wir werden das irgendwie hinbekommen. Das ist, ja. So. Erwin Müller Business GmbH. So. Starte dein Business. Also, wir... Was? Ich hatte doch... Okay, gut, dann fahren wir nochmal eben schnell dahin. Was passiert eigentlich, wenn ich... Pets 250? Daily Workers? Daily... Was? Okay. Gut, ich würde sagen, wir fahren los. Wir haben schon $100 verloren, warum auch immer. Also jetzt Gas, Gas, Gas. Wir müssen zur Arbeit. Moin. Was ist das hier? Hui! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Nichts passiert, alles gut. Uah. Diese entspannte Musik dabei. So, wir müssen zur Arbeit. Erwin Müller am Start. So, Leaf Vehicle. Okay, mit Handbremse geht's. Das ist also unser Shop, sagst du? So, was müssen wir denn machen? Gar kein Tutorial mehr hier, oder was? Okay. Ich open mal die Dore. Pickup mit T. Unser erstes Regal. Place. Linke Mausbutton. Wie kann es jetzt rotaten? Mauswheel. Ah, okay. Das also... Ist das Erwin? Ja, Entschuldigung, ich bin noch nicht so weit. Pass auf, ich place mal das erste Regal hier. So, hier. Was ist das hier? Grab. Kann ich das einfach da platzieren? Oder muss ich das auspacken irgendwie? Take from the box. Ach so, ah lol. Okay, das ist irgendwie, keine Ahnung, Müsli oder so. Okay. Oh Gott, ich muss das hier alles platzieren, ne? Müsli haben wir. So, warte. So, ich muss die Regale einräumen. Bin der Regaleinräumer. Erwin Müller. So, Müsli haben wir. Es steht nicht im Tutorial, was wir machen müssen. Das ist ganz toll. Oh, Klopapier. Oh, Klopapier ist immer wichtig. So, Klopapier kommt hier hin. Alter, ich nehme mal die Box mit. Warte, ich platziere das mal hier. Da ist auch noch ein Regal. Ich weiß nicht, ob die Theke dazugehört. Probieren wir gleich mal. So, Alter, ich muss das erstmal hier alles hinschaffen. Ja, die kommen ja alle rein, weil sie immer, ja, gibt nichts zu kaufen. So, wir haben ja gerade erstmal eröffnet. Hallo, unser Business startet jetzt gerade erstmal. Was soll denn das? Seid doch nicht direkt enttäuscht, weil ihr nichts kaufen könnt. Hier steht doch schon Müsli neben Klopapier. So. Das Scheißhauspapier, das packen wir auch hier hin. So. Gut, was haben wir da noch? Oh. Ist das... Es ist, glaube ich, Öl. Pflanzenöl. Kommt da rein. So, warte. So. Gut. Das gute Pflanzenöl. So, was haben wir da noch? Oh, Schokoriegel. So. Was? Kann ich das übereinander legen? Glaube nicht, ne? Was stand da? Preis? Ach so. Wenn wir es verkaufen, jetzt das Regal. So, Chunky O. Heißen die Riegel. Was haben wir da noch? Tabletten. Oder sind es Kaugummis? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus wie Kaugummis. Ich glaube, es sind Kaugummis. Ich sortiere das mal. Ah, diese... Was? Oh, ich glaube... Ist Müsli weggegangen oder Öl? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas ist verkauft worden. Wir haben 261. Und wir haben... Was ist das? Crispy Waste... Was ist das? Crispy Wasty? Okay, hier wird fleißig was verkauft. Ich weiß gar nicht, wer dieser Mitarbeiter ist, der da an der Kasse steht.
So, unsere ersten Waren sind da. Oh ja. Frankenstein ist auch sehr motiviert, wenn ich das so richtig sehe hier. Tach. So, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Auf jeden Fall wird irgendwas verkauft. So. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Gibt es jetzt kein Tutorial mehr, weil ich... hallo? Weil ich neu gestartet habe? Wo geht's denn hier hin? Oh, das ist mein Büro. Oh, von Erwin Müller. Hier könnte ich mir vorstellen, dass hier Waren geliefert werden, wenn man die bestellt. So. Gut, wir haben eröffnet. Ich würde trotzdem noch... Alter, das ist jetzt blöd, ne? Dass er jetzt Tutorial jetzt nicht zeigt. Zeigt er jetzt echt nicht, weil wir... Oh, Alter. Guten Morgen. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh Gott, Alter. Hilfe. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ich habe überhaupt keinen Plan. Das ist natürlich toll. Ohne Tutorial ist super. Gut, wir werden natürlich einkaufen müssen. Jabba Shop könnte sein. Was ist das hier mit den Regalen? Das ist Equipment. Meat Factory. Da müssen wir wahrscheinlich dann noch Fleisch holen. Wahrscheinlich müssen wir auch später, New Furniture. Ah, okay. Furniture. Used Furniture. Achso, benutzte Möbel und neue Möbel. Okay. Klamotten gibt's auch. Fashion. Car Shop. Houseware. Electronics gibt's. Ja, das Problem. Klinik. Okay, krass. Hä, kann man sterben? Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wo wir einkaufen. Ist das bei der Farm? Wird tatsächlich ein bisschen investieren. Ich fahr mal. Der Shop ist ja noch ein bisschen geöffnet. Wir erkunden mal ein bisschen. Es läuft ja. Ich weiß gar nicht, ob man hier eine Uhrzeit hat. War da eine Uhr drin? Top Daily heißt unser Shop von Erwin Müller. Und da kommt Frankensteins Zwillingsbruder. Bitte nicht. Nein, oh Gott, die Augen. Er sieht ein bisschen aus wie der Terminator, so silber, wie er glänzt. So. Okay, wo müssen wir denn hin? Oh, da unten steht Oil und Gas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei den Gaspreisen, wie es aktuell ist, ja. So, ich würde mal zur Farm fahren. Das heißt also einmal komplett runter und beim Haus dann rechts abbiegen. Uah. Das müsste hier lang sein. Uah. Oh, Erwin Müller fährt zur Farm und holt neue Lebensmittel. Ich weiß gar nicht, ob wir hier von der Polizei... war das nicht richtig hier lang? Uah. Was ist das denn hier? Oh. Hä? Aber es ist doch hier unten lang, oder? Hier? Oder kommen wir da noch nicht hin? Okay, dann... was ist das Brot? Ah, Bakery. Oh, da könnten wir mal hingehen. Das ist auf der Ecke, ne? Vielleicht ein paar Brote oder Kekse holen oder sowas nochmal. Kann man denn auch Preise einstellen? Blöd, dass es kein Tutorial mehr gibt. Ich starte nochmal neu. Ich starte ehrlich nochmal neu. Es tut mir leid. Weil starten wir lieber jetzt nochmal neu, bevor wir nachher das Problem haben und gar nicht mehr weiterkommen. Und ich brauche ein bisschen Tutorial, sonst geht das nicht. Gut, das Regal räumen wir schnell ein. Das geht schnell. Das kriegen wir hin. Weil ich muss ja wissen, wie das funktioniert, sonst weiß ich nicht, wie es geht. Ist ein tolles Auto übrigens und ein tolles Haus. Aber wir haben nichts. So, willkommen zu this is a quick tutorial. Show you get started. Okay. Get in your car. First of all, get in your car. Okay, Map haben wir. So, go to your shop. Dann wollen wir mal. So. Gut. So, das machen wir mal. Time to work. Take the shelf in front of the shop by pressing T and place it inside the shop. Okay. Das machen wir. Clean the mess. So, pick up mit T. Tür öffnen mit E. Ich würde direkt die Tür wieder schließen. Kann ich es auch aufnehmen? Nee.
Nein. Ist geschlossen. Ist geschlossene Gesellschaft. Hold Alt für Speed. Das geht aber jetzt nicht irgendwie schneller. Okay, ich platziere das wieder hier. In der Ecke. Das passte, glaube ich, ganz gut dahin. So. Dann. Nein. Ist nicht offen. So, ich würde eben schnell nämlich hier alles jetzt... Take from the box. Ah, siehst du, jetzt geht das Tutorial weiter. Irgendwie war das gerade verbuggt ein bisschen. Gut, das hatten wir ja schon gemacht gehabt. Weil ich würde jetzt alle Consumer mitnehmen, also Customer, die wir haben. So, warte. Platzieren wir das mal. So, da müssen die ganze Regale einräumen, ne? Na gut, aber ne? Erwin Müller will ja was tun. Er möchte ja... Ah, man kann das auch drehen. Ach krass, wusste ich gar nicht. Okay, dann machen wir es mal anders. Machen wir es mal ordentlich. So. Okay, zack. Für die Leute, die es vielleicht sich interessieren dafür, wir hatten es, wie gesagt, mal den ersten Teil im Dings gespielt, im Stream. Das ist aber auch schon ewig her. Den hatte ich, glaube ich, auch bekommen vom Entwickler. Vielen Dank übrigens nochmal, der von dem kein Wort hier versteht, was ich wahrscheinlich sage. So, haben wir das erste fertig. Die Kekse, die können hier oben, glaube ich, zu den Dingen. Oder packen wir... Nee, wir packen die hier mal hin. Warte. Da. So, dann da. Dahin. Ich weiß auch nicht, wie lange wir es spielen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich denke, es wird ein Try. Vielleicht aber auch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Geht das hier vorne noch hin? Ja, das geht sehr schön. Da, so, zack. Okay. Das nächste waren die Chips. Keine Ahnung. Oh, ich freue mich schon, wenn unser Laden ausgebaut ist. Oh mein Gott, wenn unser Laden ausgebaut ist und wir noch viel, viel geilere Regale kriegen, weil ich glaube, das, was ich so gesehen habe... Oh, das Klopapier packen wir hier oben hin. Weil das, was ich in den Bildern gesehen, im Trailer gesehen habe, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also, der Entwickler hat sich da richtig Mühe gegeben. So, das Klopapier. Was steht denn eigentlich drauf? Elaine. Insensibility Soft Bathroom Tissues. Okay. Sieht ein bisschen schmodderig aus da unten, die Packung. Aber egal. Okay, place hier. Ich finde es schade, dass man nicht übereinander stellen. Ah, gut, übereinander macht ja auch keinen Sinn. So, das Öl machen wir hier mal diesmal hin. So. Nein, aber der Entwickler hat sich, glaube ich, richtig Mühe gegeben, auch im zweiten Teil. Ich weiß noch, wie buggy auch der erste war. Aber der erste hat auch schon Spaß gemacht. Das war richtig cool. So, dann haben wir noch die Kaugummis. Die können auch hier hin. So. So. Erwin Müller wird auf jeden Fall hier richtig, richtig durchstarten. Kann ich euch sagen. So, erste Regal eingeräumt. Sehr schön. Das Klopapier auf Kante, das passt ja. Nee, eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So, ich will öffnen mal. Press Q to open your tablet. Und check your... Was? Was soll ich machen? Wie beende ich das denn? In check how to play app. Wo sind die how to play? Ah, da, how to play app. Welcome to Trader Life Simulator 2. This is your job when you sell products that you buy from wholesalers around the town. Okay. This is your worker. He will handle a cash register. Okay, don't you consumer? Okay. Don't worry about the customers. You have to pay him daily. You can train him using the staff app. Ah, okay. Wir können also leveln. Okay. Den Terminator oder den Frankenstein. How to play. This is your main shop door. If this opens, the minute customer... Close. Okay, alles klar. 9 Uhr haben wir. Steht zumindest unten. Customer will never buy a product that's placed on the floor. Ach, krass. Wenn wir es einfach am Boden legen, wird es nicht verkauft. Ach, das ist ja heftig. Product must place on the shelf. Okay, alles klar, das wissen wir. Ja, customer will not buy boxes from products. Also keine Boxen reinlegen, das werden sie auch nicht kaufen. Also müssen wir auspacken. When you're out of stock, you can visit Jabba's shop to restock your shop. Ach, krass. Price of products change daily, so be careful by buying products. Oh, for good prices. Oh, okay, täglich werden die Produktpreise geändert. Da müssen wir also drauf achten. Krass, wie umfangreich das ist. Ich habe mich noch so ein bisschen lustig drüber gemacht. Nein, es wird eh ein bisschen lustig, aber naja gut. Wir haben 150 auf Cash, Bank haben wir nichts und nichts auf Kreditkarte.
9 Uhr, Akku bisschen voll, volle Balken. So, weiter geht's. Some products require being storage in a fridge. Okay. If you put them on the shelf, they will rot. Okay, also wenn du gewisse Dinge, die im Kühlschrank sind, zum Beispiel Milch oder keine Ahnung, Joghurt, einfach nur ins Regal packst, werden sie vergammelt. Also müssen wir die dann in den Kühlschrank packen. Cool. Das war, glaube ich, im ersten Teil auch schon so. Your shop rating improvement to unlock new products. Okay, dein Shop wird also geratet. It's very important to unlock also neue Produkte. Check your shop rating in der App. Also unser Shop Rating können wir in der App, im Tablet. Wie es funktioniert, können wir nachschauen im Tablet. You need manage hunger, thirsty, heal, labor and was? Bitte was? Uff, visit your player Status App. Okay, wir müssen Status App, um zu schauen, wie es uns geht. Leben, Essen, Trinken, Blader und Dirtiness. Ah, Dirtiness ist Schmutz, aber Blader? Was ist denn Blader? Okay. Die Bank ist sehr wichtig, um eine Kreditkarte zu bekommen. Und du kannst das Geld dort and money to do it able to use. Okay, das kannst du über die App machen, also über das Tablet. So, dann haben wir how to play. You need to pay your billing using your bill apps. Okay, in your tablet. To pay bills, you need have a bank card with money. Okay, alles klar. Um Sachen zu kaufen, brauchen wir auf jeden Fall. Also das können wir in der App machen, aber dazu brauchen wir diese Kreditkarte. Okay, when you have a bank card, okay, dazu können wir also an dem Geldautomaten Geld abholen mit der Karte. Im App Store, auf unserem Tablet erlaubt es uns, alles was wir installiert haben. Okay, alles klar, das können wir alles nutzen im okay, App Store. Also wir können Shop Sign, Bank App können wir damit nutzen, Taxi App, Vehicle App. Okay, ach krass, Vehicle App abschleppen, heftig. Check your companion app, your tablet, you know, products are missing from your shop. Okay. Also hier können wir dann auch gucken, wie die Finanzen stehen, was unser Mitarbeiter macht, die Rechnungen, unseren Kram, alles. Use the shop upgrade to upgrade your shop for more profit. Alter, wie cool das hier aussieht. Geil. Vielleicht können wir auch noch renovieren. You can use your vehicle to transport furniture. You can use the vehicle to transport boxes only. Ach krass. Wir können also hier oben auf dem Dach was draufpacken, lul. You can use the truck of the car since to... Ah, it's small. Okay, alles klar. It's too small. If you want to massive boxes, you need to buy a pickup truck. Okay, alles klar. So, das haben wir. Wie kommen wir zurück?